Gestern sind im Landkreis Friesland hier in die Stadt Jever 116 Personen angekommen, vorwiegend Familien mit kleinen Kindern, sehr erschöpft, sehr hungrig. Sie sind zuerst in der feuertechnischen Zentrale hier in Jever versorgt worden, registriert worden und jetzt heute Sonntag dann in die Unterkunft gebracht worden. Die Stimmung ist sehr gut, sehr ruhig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die ehrenamtlichen Helfer leisten einen fantastischen Job. Alle sind hoch motiviert. Die Flüchtlinge sind sehr diszipliniert, sind sehr ruhig, sind sehr glücklich, dass sie hier sind, in Sicherheit sind. Die Kinder spielen, wenn man eben hier auf dem Hof war. Es wird Fußball gespielt, es wird Basketball gespielt. Sie kommen zur Ruhe und sie erzählen Schreckliches. Insofern wollen wir ihnen jetzt erstmal die Ruhe geben. Ich möchte meinen Dank an die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer richten. Innerhalb von 48 Stunden so eine Unterkunft aus dem Boden zu stampfen, das ist schon was Besonderes. Herzlichen Dank dafür.